Weiter geht es mit einem Mann aus Borchen, dem es die Stars im Weltall angetan haben. Genauso unerreichbar und genauso wunderschön anzuschauen. Deshalb hat er in seinem Garten eine eigene kleine Sternwarte gebaut. Kurz vor Mitternacht. Es ist dunkel, am Himmel sind keine Wolken zu sehen. Gute Bedingungen für Eberhard Pogundke, um Sterne anzuschauen. Das passende Riesenteleskop steht direkt vor seinem Haus in Borchen. Für sein liebstes Hobby bleibt er nachts gerne auf. Das Hobby ist etwas Besonderes für mich. Es ist ein Stück Entspannung, ein Stück Naturwissenschaft und ein Stück Ehrfurcht vor dem, was man sieht. Und mit seinem Teleskop kann er Sterne sehen, die einige Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Eberhard Pogundke war gerade mal 14 Jahre alt, da machte er mit einem kleineren Teleskop seine erste spannende Entdeckung. Er sah auf dem Mond Lichtreflexe, die manchmal da waren und manchmal nicht. Darüber schrieb er eine Schülerforschungsarbeit. Seine Theorie, auf dem Mond gibt es Eis. Dafür wurde er damals von den meisten Wissenschaftlern ausgelacht. Klar, ich war natürlich ein bisschen enttäuscht. Wie geht's Ihnen heute damit, wenn Sie heute sehen, dass die NASA vor kurzem bestätigt hat, dass es tatsächlich Eis auf dem Mond gibt? Das war für mich keine Überraschung, dass es über 30 Jahre brauchte, bis sich diese Theorie bewahrheitete. Es ist schon eine gewisse Genugtuung zu erkennen, dass auch junge Burschen ganz gute Arbeiten schreiben können. Die Fotoauswertung macht er am Computer. Der errechnet manche Fotos, indem er aus mehreren tausend ein einziges perfektes macht. Von Beruf ist Eberhard Pogundke Entwicklungsingenieur. Dabei wollte er ursprünglich mal Astrophysik studieren. Denn Sterne und speziell den Mond fand er schon als Kind enorm spannend. Also ich kann mich sehr gut entsinnen an meine erste Mondlandung. Ich habe da Nächte vorgesessen. Ich habe mir das stundenlang angeguckt bei meinen Eltern vorm Fernseher. Morgens früh um 3, 4. Das war Wahnsinn. Und war ganz begeistert von dem, was da insgesamt ablief. Und das hat mich einfach nur fasziniert. Das, was er für sein Hobby selber machen kann, macht er selber. Gerade baut er ein neues, tragbares Teleskop, um die Sterne nachts auf Feldern beobachten zu können. Dass es dabei oft spät wird, stört ihn nicht. Ich habe einen anstrengenden Beruf und für mich ist es ein schöner Ausgleich zu dem, was man sonst so an alltäglichen Dingen schaffen muss, ist das sicherlich ein Stück Entspannung. Man schaltet ab, man lernt anders mit den Sorgen und dem Stress umzugehen. Seine Frau kennt ihn nur mit seinem Hobby. Das macht ihn schon bei ihrem ersten Treffen zu jemand Besonderem. Als wir uns kennenlernten, hatten die meisten Männer ja zu dem Zeit ein Auto, aber mein Mann hatte eben sein ganzes Geld investiert in einer eigenen Sternwarte, schon im ganz jungen Alter. Dann geht sie schon mal schlafen, denn ihr Mann wird heute Nacht bestimmt noch länger wach bleiben.